Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem XCOM Let's Play, ihr tapferen Soldaten. Und in der letzten Folge ist hier ein Rekrut wieder aufgestiegen, den ich eigentlich umbenennen wollte, kann ich aber leider nicht, weil das Tutorial uns da was in die Quere stellt. Wir müssen jetzt erstmal hier in die Einsatzleitung gehen Commander, wir empfangen Funksprüche, die auf UFO-Sichtung. und nach UFOs suchen. Also da machen wir das mal, damit wir ganz schnell euch ins Spiel bringen können. So, jetzt warten wir mal. Anscheinend zahlt sich der neue Satellit aus. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. So, wir haben jetzt nämlich ein UFO gefunden und das UFO werden wir jetzt natürlich mit unserem Abfangjäger mal vom Himmel runterholen. Mal gucken, ob unser Abfangjäger das schafft. Und was uns da so alles Schönes im UFO erwartet. Also Abfänglinge, los mit dir! So, jetzt nehmen wir diese klassische Wir haben XCOM-Ansicht, Sichtkontakt zum für Feind. was ich auch XCOM so ein bisschen liebe, für diese Geoscape-Ansicht. Besonders in den alten Teilen war das sehr geil. Und wenn ich Bock habe, mache ich nach dem LP ein Retro-LP den alten Teilen. Also seid mal gespannt. Abfangjäger hat das Ziel-UFO abgeschossen. Überwachung meldet Bewegung der Aliens an der Abschussstelle. Abfangjäger wurde bei dem Zusammentreffen schwer beschädigt. Oh ja. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir So. ein Bild der Absturzstelle. Zeig mal her. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Haben wir das UFO? Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Okay, dann werden wir mal ein paar zusammenstellen und dahin schicken, oder? So, schicken wir mal unseren Skyranger los. Wir gucken mal, wen wir mitnehmen. Den Soldat Brown, den können wir leider noch nicht umbenennen. Oder kann ich das jetzt hier machen? Oh, ich kann es hier machen. Ich kann es hier machen. Das wird nämlich der schöne L. L. Mariachi. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Wenn nicht, sag mir Bescheid. Dann werde ich es in Zukunft besser machen. Hoffe ich. Gut, und es gibt noch eine Änderung, eine kleine. Unser netter Herr Tiramisu möchte auch umbenannt werden. Das hat er mir mitgeteilt. Das werde ich auch direkt machen. Der will nämlich mit Vornamen Tiramisu heißen. Tiramisu, genau. Und mit Nachnamen Hasenfuß. Also, hallo. Tiramisu Hasenfuß. Gut, und dann wollen wir mal gucken, wen wir mitnehmen. Nehmen wir hier den Hasenfuß mit, unseren Tiramisu, unseren Captain Unnütz. Ich überlege, ich hätte gerne eigentlich noch einen Rekrut mit dabei. Den Hasenfuß, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, unser Captain Unnütz, der bleibt mal. Bleibt er hier? Ja, er bleibt hier. Dafür kommt hier noch ein Rekrut mit. Damit ich noch ein paar auflöffeln kann. Von ihm will ich die Waffe wechseln. Er kriegt nämlich keine Schrotflinte. Er kriegt hier das Sturmgewehr. Ich finde, das Sturmgewehr ist besser. Granate behält er. So, und unser Schwerer, der kriegt statt der Granate. Upsa. Was ist jetzt mal raus? Jetzt gibt es nämlich hier den. Entfernen? Nee, ich wollte. Oh, jetzt muss ich erst. Ich will das Scope auf ihn haben. Okay, jetzt hier bearbeiten, Bewaffnung. Okay, müssen wir jetzt die Splittergranate wieder geben. Das ist ein bisschen umständlich. Und jetzt Tschüss. Und jetzt holen wir unseren Tiramisu wieder hier rein und geben ihm das Scope mit, damit er besser trifft mit seiner schweren Wumme. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, haben wir es schon. Wir haben wieder zwei Rekruten als Kanonenfutter dabei. Und unseren Tiramisu und unseren Machachi. Machachi, heißt du so? Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Also, auf geht's in die nächste Mission. Wir landen. In Deutschland, ne? Also, dann mal auf. Auf geht's. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Einsatzziele, finden Sie das ab? Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt.
Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Das hoffe ich mal für Sie. Also wir sollen zuerst das abgestürzte UFO finden, dann sollen wir hier nach über den lebenden Aliens suchen und ihn notfalls abknallen. Und mal gucken, ob wir, wahrscheinlich gibt es wieder Meldkanister und wir sollen halt Sachen bergen. Also ich würde sagen, einfach mal los, ne? Wir gucken einfach mal, was uns da so erwartet. So, da im Hintergrund hat man schon kurz das UFO gesehen. Bin mal gespannt, welche Aliens uns hier erwarten. Vielleicht sind es wieder nur Sektoiden oder vielleicht sehen wir schon eine neue Rasse. Mal sehen. So, angekommen. So, verschaffen wir uns mal erstmal wieder eine Übersicht. Hier unten ist der Rand. Ja, hier geht es ganz ein Stück nach unten. Okay, also wahrscheinlich hier so nach rechts so ein bisschen, weil es hier nach unten geht. Obwohl, hier sieht man schon das UFO durch den Nebel. Aber wir machen mal vorsichtig. So, erstmal mal uns Rookies. Lassen wir die erstmal scouten. So. Unser Schwere kann hier mal in volle Deckung gehen. Und er bleibt da auch direkt. So, und du kommst hier hin. So, und dann, wie gehabt, alle Feldposten und warten, ob der Gegner kommt. So, Feldposten mit allen. Und mal schauen, was der Alien-Spieler so treibt. Oh, wahrscheinlich kommt er nicht. Der kleine Angsthase. Ja, war ja klar. So, und jetzt sieht man hier gerade, in die Richtung scheint ein Meldkanister zu sein. Oh, da oben ist schon einer. Ich lasse mich davon aber nicht so stark locken. Ich mache trotzdem langsam. Ja, weil... Okay, Rekrut vor. Genau, da haben wir schon den ersten Gegner. Wir haben wieder zwei Sektoiden. Okay, gucken wir mal, wie wir die hier... Die sind hier oben, wie wir das hier gut vorbereiten können. Die sind noch recht schön weit weg. Dann könnte ich sagen, könnten wir ein paar Feldpostenfallen aufstellen. Bestätige. Weil ich hoffe, dass sie nicht... Oh, scheiße. Soweit könnte ich schon sehen. Okay, wir gucken erstmal. Wir bewegen uns erstmal. Wir können ja notfalls immer noch schießen. Unser Schwerer, der geht mal hier hin in die volle Deckung. So ein Tiramisu, den will ich ein bisschen beschützen. Weil der Raketenwerfer, der ist wirklich schön stark. Und kann uns schnell mal das Leben retten. So, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, du kommst mal hierher. Du kannst nicht feuern, also machst du Feldposten. Und unser Rekrut probiert mal den Sektoiden zu killen. Natürlich schießt er daneben. Das war ja so klar. Das ist wieder so typisch XCOM. So, der eine Sektoid verstärkt den anderen wieder. Und hoffentlich... Oh ja, er läuft. Und jetzt kann er mit... Na, er hat leider auch daneben geschossen. Schade. Ich hoffe, der Sektoid killt jetzt nicht mal den Rekruten. Okay, haben wir noch knapp überlebt. Okay. Wir müssen erstens müssen wir hier hinkommen, aber erstmal müssen wir den 45%. Ich würde ja gern den hier hinten killen. Weil da er den verstärkt und wenn ich den hier hinten töte, stirbt er hier vorne mit. Das wäre natürlich nice. Aber ich komme leider nicht bis hier hinter. Das ist ein bisschen schlecht. Ich könnte jetzt nur probieren, hier mit ihm den einen zumindest. Naja, halb, na, es zählt leider nicht als flankiert. Aber probier es mal, den da hinten zu treffen. Das wäre grandios. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Meine Rakete mag ich jetzt noch nicht verschwenden. Ich könnte hier notfalls eine Granate hinwerfen. Die macht aber nur 3 Schaden. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Mariachi heißt das, glaube ich. Okay, ich nenne dich jetzt Mariachi. Ich taufe dich jetzt so, okay? Du heißt jetzt so. Okay, 50%. Drückt mir die Daumen, Mariachi. Du richtest es. Jawohl. Ich bin stolz auf dich. Und du wolltest ja auch unbedingt Aliens braten, hast du geschrieben. Jetzt hast du deinen ersten Alien gebraten und gleich auch 2 auf einmal damit erwischt. Das hast du schön gemacht. Okay, unser Tiramisu geht jetzt mal hier hoch. Und mach da mal Feldposten, falls da was ankommt. Ja, ich würde dich gern heilen. Habe ich aber noch nichts. Hab noch kein Medikit. Rekrut, du musst das jetzt überstehen.
Auch wenn du schon halb eingeschlagen bist. So, und jetzt hoffe ich mir, dass wir den Kanister jetzt hier sichern können. Ja, genau. Rekrut, geh mal den Kanister sichern. So, dann hätten wir den ersten, das ist schon mal schön. Dann haben wir 10 Meld mehr. Und jetzt Rekrut. Muss unsere andere. Ja, du bleibst halt unser Kanonenfutter, das ist halt dumm für dich, ne? Ist halt ein bisschen dumm gelaufen, wenn man Rekrut ist. Aber vielleicht wirst du ja bald befördert. Und dann passe ich ein bisschen mehr auf dich auf. Verstanden, Commander. Oh, Marichi, komm vor. So, unser Tiramisu, den brauchen wir auch jetzt weiter vorne. Lass mir mal vorspurten. Ich hoffe, er deckt jetzt keinen Alien. Das sieht gut aus. So, du könntest mal nachladen. Ist halb leer geschossen. Und du machst einen Feldposten, falls jemand ankommt. So, Alien, du bist dran. Zeig mal her, was du drauf hast. Nix, Master. Okay, dann wagen wir uns langsam an das Alien-Raumschiff vor. Nehmen wir unseren Rekruten. Und gehen mal direkt bis hierher. Hier links ist ja der Rand, deswegen ist immer noch intakt und sollte er recht sicher stehen. Wir müssen nach einer Lücke suchen. So. Du gehst mal zur Tür. Und wartest da mal. Er hat irgendein Alien gesehen. Aus denen die Hülle dieses Raumschiffs Was hast du gesehen? Besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, Schade, was wir ich sehe es nicht mehr. Schade. Okay, ich will erstmal hier hinten vorziehen. Okay, komm mal hier in die Mitte. Dann kannst du so beide Seiten so ein bisschen abdecken. Und du kommst hier vor. Oh, da haben wir natürlich jetzt gerade den Alien da entdeckt. Da wollen wir mal hoffen, dass das alle überleben bei mir. So, da ist er nämlich jetzt auch schon gleich dran. Wir können jetzt nichts mehr machen. Abwarten, was passiert. Okay, einer wagt sich vor. Hey, der Tiramisu hat ihn nicht gesehen, aber er schießt daneben. Unser Glück. So, und dann gucken wir mal, wie wir den hier am besten ausräuchern können. Wie viel Trefferschuss hast du denn? 50%? Das ist nicht so nice. Ich will da aber noch nicht reingehen. Ich gucke gerade, ob ich ihn irgendwie flankieren kann. Nein, sieht schlecht aus. Okay, ich ziehe ihn mal hier an die Kante. Dann kann ich mit ihm schießen und dann auch mit dem anderen schießen. Unsere Messwerte können nicht stimmen. Entschuldigung. Da haben wir jetzt hier gerade noch einen Außenwelter-Alien entdeckt. Solche Daten, wie wir sie von dieser Kultur empfangen, habe ich noch nie gesehen. Ich probiere mal. Kann ich eine Granate bis da hinten werfen? Nein. Ah. Ich würde gerne wieder den da hinten zuerst töten. Das wäre jetzt grandios. Wie sieht es denn mit einer Rakete aus? Ne, die reicht auch nicht bis dahin. Außerdem müssen wir auf den hier aufpassen. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Okay, du bleibst erstmal da. Okay. Richte es hoffentlich. 61%. Jawohl. 4 Schaden. Hat unser Rekrut schön gemacht. Er ist leider nicht aufgestiegen. So, und jetzt haben wir noch die Gefahr von diesem Außenweltler-Alien. Ich glaube, ich spreng ihn weg. Okay. Ich werde erstmal probieren mit ihm hier. Na, 37%. Wie viel hast du? 30%, okay. Ich probiere erstmal mit dem Tiramisu ihn abzuknallen, um uns noch Waffenfragmente etc. zu sichern. Hat nicht funktioniert. Jetzt tut's halt die Granate. So. Oh, ich hoffe, das reicht. Ich sehe es nicht. Reicht das? Ich glaube, das reicht nicht, ne? Aber egal, dann ist zumindest... Oder, oh, wir wechseln mal. Wir hatten ja noch hier ihn hier. Sieht es bei dir mit der Granate aus? Okay, das sollte auf jeden Fall, glaube ich, reichen. Gucken wir mal, drehen wir mal die Karte. Ja, mach mal, werfen wir mal so. Werfen wir so. Hoffentlich reicht's. Wenn nicht, ist auf jeden Fall hoffentlich die Deckung weg. Jawohl. Und der wurde befördert. Sehr schön. Verschwunden zu sein. Gut, dann haben wir noch da hinten den einen. Wir könnten mal was ausprobieren. Wir können mal die Sturm- und Schussfähigkeit von ihm verwenden.
und hier hingehen. Hier haben wir zumindest mal volle Deckung und können ihm da hinten vielleicht noch probieren, einen reinzuwürgen. Sind zwar nur 30%, aber vielleicht haben wir Glück. Schade. Aber jetzt auf jeden Fall sind ja zwei Bäume in der Deckung. Da sollte jetzt nicht viel passieren. So, er macht Feldposten. Das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen. Weil sobald wir uns bewegen und er sieht es, ballert er auf uns. Das ist natürlich bescheiden. So, ich werde jetzt mal probieren, seine Deckung wegzusprengen, ohne ihn zu zerstören. So. Jetzt haben wir seine, so kriegen wir seine Deckung und wir können ihn noch töten. So können wir uns nämlich jetzt die Waffenfragmente sichern. So, jetzt haben wir 90% Trefferchance. Bye-bye, Alien. Tschüss, tschüss. Du hast den letzten XCOM-Soldat belästigt. So, und dann haben wir die Mission schon wieder geschafft. Das ist super gelaufen. Wir haben alle Aliens getötet. Wir haben den Außenwälder. Mussten wir leider in die Luft jagen, aber besser als einen Soldat zu verlieren. Wir haben alles ausgezeichnet. Und ich sehe schon, wir haben die Viertelstunde wieder voll. Und jetzt fliegen wir noch schnell zurück zu unserer Basis. Und schauen mal, was wir alles borgen konnten aus diesem Raumschiff. Bin ich schon gespannt, was es jetzt Schönes gibt. So, wir haben erstmal dreimal Beförderung. Unser Tiramisu ist Corporal geworden. Wir haben einen neuen Soldaten, zwei neue Soldaten sogar. Sehr schön. Die werden wir in der nächsten Runde erstmal befördern. So, wir können jetzt Strahlenwaffen erforschen. Wir haben den Alien-Navigationscomputer gefunden. 4 Sektoidenleichen, 13 Illyrium, das ist geil, das ist die Alien-Ressource. 44 Alien-Legierung, 8 Waffenfrequenzen, 20 Mail, 2 Flugcomputer und leider eine beschädigte Energiequelle. Die können wir jetzt gleich auf dem Schwarzmarkt verkaufen, aber das gibt uns schon mal Credits. Willkommen zurück, Commander. Ich wollte mit Ihnen über unsere derzeitige Abfangjägerflotte sprechen. Einige dieser Flugzeuge müssen in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Wir brauchen sie, um jegliche eindringende Aliens abzufangen. Und dabei könnten wir hohe Verluste erleben. Ich sollte wohl auch erwähnen, dass selbst ein komplettes Geschwader von Abfangjägern nichts gegen unseren Feind ausrichten kann, wenn wir nicht wissen, wo er sich aufhält. Wir benötigen zusätzliche Satelliten, um außerirdische Raumschiffe sichten zu können. Schauen Sie in der Technikabteilung vorbei, wenn Sie weitere Satelliten bauen möchten. Das werden wir auf jeden Fall tun. Satelliten ist das A und O im Spiel. So, und jetzt sind wir mit dem Tutorial komplett durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir erstmal die Soldaten umbenennen. Und ich hoffe auch, dass sich noch ein paar Freiwillige melden. Weil wenn ich genug Freiwillige habe, werde ich den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erhöhen. Dann werden wir auch ein paar mehr Verluste haben. Es wird ein bisschen spannender werden. Also, meldet euch freiwillig. Und in der nächsten Folge werden wir ein paar Soldaten befördern und uns weiter hier in unserer Basis austoben. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tim. Ciao, ciao. Ciao, ciao.